meine heutige Co-Moderatorin ist die Annemarie Feudel. Komm du schon mal bitte zu mir. Sie ist die Präsidentin des österreichischen Sommelier-Verbandes. Also was treibt dich an? Also ich denke, wenn man so ein Amt übernimmt, man weiß, es ist ehrenamtlich, dann sollte man ein Ziel haben. Und mein Ziel ist eines ganz klar. Also ich bin selbst Unternehmerin und ich denke, wir leben in einem Land, wo es uns gut geht. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir dieses, dass es uns gut geht, dass wir das weiter bewahren. Insofern, dass man auch mal etwas zurückgibt. Mein Zurückgeben an dieses schöne Land ist, dass ich versuche, dass junge Leute in Zukunft auch Freude am Beruf haben, Motivation haben, diesen Beruf zu ergreifen, dass wir dieses Berufsbild so darstellen, dass wir auch viele Leute haben, die gut für unsere Gäste sorgen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und die Winzer merken auch, die unterhalten sich gern mit Sommeliers und es ist ein schönes Miteinander und das ist die Motivation. Wenn Winfried Schmattloh etwas thematisiert, dann geht es vor allen Dingen in die Tiefe. Dann habe ich noch eine ganz persönliche Frage, weil du bist ja eigentlich nicht der Leo, du bist ja der Kommerzialrat Hillinger. Entschuldigung, das ist in Österreich ja ganz wichtig. Und man kriegt es normalerweise nicht schon mit 50, sondern so kurz vor der Pensionierung. Jetzt bist du aber, glaube ich, immer noch nicht 50, auch wenn man es nicht glaubt. Ja, die haben mich geschätzt, deswegen habe ich es gekriegt. Es war irgendwie sehr überraschend, muss ich ehrlich sagen. Normalerweise Kommerzialrat und so gehört es wirklich, kriegt man sehr spät. Schwer beeindruckt, ja. Leo Hillinger, Weinbauer, Händler, Bon Vivant und Bohemien, vermittelte dem Publikum auf höchst amüsante Weise die Voraussetzungen, unter denen ein Weinbauer zum Virtuosen wird und sein Produkt, also der Wein, zum Artefakte. Also, wie ich angefangen habe, ab den 90er Jahren aufwärts war es einfach wichtig, Qualität zu produzieren. Und jetzt ist es noch immer wichtiger. Die Endverbraucher, die informieren sie, die lernen, die wollen über Wein wissen. Und dann schätzen sie auch das Produkt. Je mehr man weiß über die Produktion und über den Produzenten und über den Wein, desto mehr schätzt man das Ganze. Frage, ist das an Eliten gebunden oder geht das quer durchs Volk? Naja, ein Weinbauer macht ja nicht nur hochpreisige Weine, sondern er macht auch Weine, die jeder kaufen kann. Also bei mir kostet zum Beispiel die günstigste Weinflasche 7 Euro, das kann sich jeder leisten. Ich glaube 7 Euro kann sich auch ein Maurer leisten oder egal irgendein Bauarbeiter. Man muss es leisten wollen. Es ist überhaupt genial, wie der liebe Gott Verstand und Geschmackssinn direkt miteinander vernetzt hat. Denn nur so konnte der Wein in der Kultur Karriere machen und eine direkte Freundschaft zwischen dem Winzer und dem stiften, was man gemeinhin als Lebensart und Lebensgefühl bezeichnet. Wenn er sich hinsetzt und es zelebriert, gutes Essen, die Qualität auch dementsprechend und dann ein Wein, man muss es nur schätzen lernen, das ist wichtig. Man kann auch eine Flasche Wein zu zweit auch zwei Tage trinken, dann ist es nur mehr 3,50 Euro. Also von dem her, es ist keine, ich glaube nicht, dass es an irgendeine Grenze des Gehalts gebunden ist. Weit mehr als nur ein Getränk ist der Wein, eher ein oraler Weg zur Seele. Ja, genau um das geht es. Also Menschen, die Wein trinken, die leben gerne gut, die essen gerne gut, die nehmen sich die Zeit auch Wein zu trinken. Die trinken das nicht deswegen, dass sie angesoffen sind, sondern die wollen leben. Man kann Wein auch als Medizin sehen. Wenn man es in Maßen trinkt, mit einem guten Essen dazu, keine 10 Flaschen Wein, sondern eine Flasche Wein, zu zweit, zu viert, gutes Essen dazu, es ist Medizin, es ist Lebenselixier. Angesagt das Thema Marketing. Doch bald stellte sich heraus, das beste Marketing ist allemal das Produkt selbst. Aber wir müssen auch die Marke präsentieren und das Wichtigste ist der Wein. Mit seiner Qualität steht und fällt die Akzeptanz eines guten Tropfens. Nur 1% des weltweiten Weinangebots kommt aus Österreich. Doch dieses 1% ist von eindrucksvoller Qualität. Fazit: Österreichische Weine gelten als Spitzenweine. Ohne diese Winzer kann sich die ÖWM meiner Meinung nach auf den Kopf stellen. Und auch der Willi. Der Willi hat ein Glück, dass er solche Winzer hat. Und das ist auch so. Funktioniert in Österreich. Das ist meine Meinung dazu. Wie man sieht, da, wo das Besondere und das Edle kreiert wird, geht man gemeinsame Wege.